Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge. Und ich möchte mich erstmal bedanken dafür, was ich für Feedback bekommen habe auf mein letztes Video. Denn mir war das sehr, sehr wichtig, da mal drüber zu sprechen. Und ich freue mich, dass ich vor allem positives Feedback bekommen habe. Sehr, sehr toll. Dankeschön. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, ich werde es am Ende des Videos verlinken. Dann könnt ihr euch das noch angucken, weil erst guckt ihr das hier. Das ist ein Befehl. Wir sind hier bei Melody, die hier gerade isst und sich mit ihrem Kind unterhält. Und das andere Kind schaukelt. Okay. Wie weit seid ihr mit euren Fähigkeiten? Du bist 4, also das ist super. Kann ich... Okay, deine Hausaufgaben sind auch fertig. Das ist sehr, sehr gut. Morgen ist Schule. Wir werden bald unser Kind kriegen. Sieht es bei dir denn ähnlich aus mit deinen Fähigkeiten? Ja. Und deine Hausaufgaben sind auch gemacht. Das ist sehr, sehr gut. Er ist aber noch Dreierschüler, okay. Aber sie könnte dann theoretisch dann schon Einserschülerin werden, was sehr, sehr gut ist. Und das Kind müsste auch hier jeden Moment kommen, ja. Das Kind ist auf einem guten Stand, wie mir scheint. Und das ebenfalls. Sehr gut, dann läuft doch alles bislang. Können wir darüber reden, dass wir 100.000 Simoleons haben? Ist mir das vorher schon aufgefallen? Ich weiß es nicht. Es fühlt sich nicht so an, weil gefühlt sehe ich das zum ersten Mal und ich denke mir so, das ist viel Geld. Apropos, ich habe mir überlegt, ich habe jetzt ja auch schick mit Strick-Accessoires. Und diese Melody möchte ja einige Fähigkeiten maximieren und so. Wie wäre es denn, wenn sie strickt? Das wäre doch voll süß, oder? Wenn sie das halt quasi dann ihren Kindern oder ihren Lovern dann immer schenkt. Wäre doch super cute, oder? Aber wir setzen uns natürlich erst morgen daran, weil es ist schon spät. Und deswegen sollten jetzt einfach alle mal schlafen gehen. Es ist nicht so spät, okay? Aber ihr geht trotzdem jetzt alle schlafen. Oh, die Wehen setzen ein. Gut, dann geht ihr vielleicht doch nicht schlafen, weil die Wehen, ja. Wir kommen natürlich mit. Wenn es ein Junge ist, müssen wir mit W weitermachen. Ich habe keine Ahnung, was Namen mit W sind. Irgendwann müssen wir auch mal ein neues Krankenhaus platzieren. Weil das hier ist halt echt irgendwie ein bisschen anstrengend, dass wir immer hochgehen müssen und so. Um uns halt anzumelden. Aber, ja... Ändern wir vielleicht das nächste Mal, wenn ich daran denke. Das ist ja immer so eine Sache. Ich finde es auch immer noch schön, dass Nobuya uns hier immer unsere Kinder entbindet. Ist ja nicht selbstverständlich, dass es immer derselbe Arzt ist, aber mittlerweile kennen wir uns ja schon ziemlich gut, würde ich behaupten. Haben wir nicht so ein Kind mit ihm? Ich glaube schon. Es ist ein Junge! Nice, dann kann ich direkt meinen gegoogelten Namen hier einfügen. Wir nennen ihn Wim. Und ein Mädchen. Liliana ist ganz süß. Sind Zwillinge nur. Schade. Also mehr hätte natürlich immer gegangen hier, ne? Also hätte gegangen. Ah ja, alles klar, Jenny. 54 Kinder. Fehlen noch 6 bis zum nächsten Umstyling. Ich bin ja so gespannt, mit wie vielen Parts wir dieses Let's Play hier abschließen werden. Und vor allem, wie lange wir von der realen Zeit aus her brauchen. Also im Sinne von 2 Jahre oder so. Also ich meine, im April wären es dann 2 Jahre. Und ich überlege mal gerade, hier ist noch ein bisschen mehr als ein halbes Jahr. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen, aber ja. Mal gucken. Sie soll jetzt bitte sich erstmal wieder eine Binde einführen. Und es gehen alle schlafen, es ist spät. Wir können jetzt ja erstmal kein Kind machen, weil das nächste Kind, das auszieht, dauert noch eine Weile. Das ist ein bisschen doof. Weil ich würde gern direkt wieder reinhämmern, weil ich möchte natürlich, dass das hier alles zügig vorangeht und so, ne? Aber ist gerade ein bisschen schwer. Und können wir darüber reden, dass es ganz schön warm ist? Ihr könnt froh sein, dass ich überhaupt angezogen sitze, ja? Oh mein Gott. Okay, also die Kinder sind jetzt Sonntag nachts geboren worden. Dann sage ich jetzt Dienstag, ne? Okay, also Dienstag werden die Kinder gealtert. Mal gucken. Vielleicht kriegen wir das diesen Part noch hin, sonst muss ich mir das irgendwie merken. Vor allem, wir können den Babys dann Onesies stricken. Oh mein Gott. Yes, I love it. Nice, durch Strom haben wir jetzt plus 49 bekommen, ey, hardcore. Mir fällt gerade auf, Dienstag ist ja jetzt schon irgendwie doch schneller als gedacht. Wir können ja so machen, dass die Dienstagabend dann irgendwann gealtet werden. Ja, dann kommt das zwar trotzdem noch diese Folge, aber nicht direkt schon so. Weil das ist irgendwie weird. Yes, Allison und Vincent, ihr seid die Besten. Aber nur Allison hat erstmal Geburtstag, aber ihr habt auch Projekte mitgebracht, das ist sehr, sehr schön. Alles Gute zum Geburtstag. Sie ist ein Vielfraß.
Und eine Partylöwin. Oh mein Gott, sieht die süß aus. Also ich meine, ich gebe ihr noch eine andere Frisur, aber an sich finde ich sie ganz cute schon. Style ich natürlich gleich um. Okay, ich denke, wir haben jetzt gerade einen Moment Zeit. Und, ja. Genau, wir brauchen so einen Strickkorb für zum Stricken. Und ich will einen Schaukelstuhl haben, aber ich weiß nicht, wo ich den hinstellen soll. Wir haben eh schon keinen Platz. Ich weiß nicht, ob wir den noch hier reinballern sollen. Könnte man eigentlich, oder? Und die nehmen ja gar nicht so viel Platz weg, wie ich dachte. Dann machen wir das so und dann kaufen wir noch so ein Büchschen. Stellen wir mal eben hier hin, weil das ins Inventar muss, soweit ich weiß. Ja. Und da, oh, Mütze stricken, süß. Das ist das Erste, was man machen kann. Und ich finde, eine Panda-Mütze ist halt einfach der beste Anfang, den man machen kann. Ich habe ungewöhnlich lange für einen Sim gebraucht. Also wenn man bedenkt, dass ich in der Baby-Challenge normalerweise die Sims ja nicht so krass umstyle, aber irgendwie hatte ich gerade richtig Bock und jetzt habe ich ein bisschen die Zeit verloren. Und ups. Deswegen werden die Babys vielleicht doch noch nicht heute gealtert. Dann schreibe ich es mir mal auf. Also wenn man das Babygeschrei im Hintergrund weglässt, ist das schon echt süß. Körperliche und geistige Bewegung hat die meisten Stimmen von der Gemeinschaft erhalten und tritt sofort in Kraft. Yay! Oh, seht ihr, erstes Ding fertig. Cool. Zu Kleiderschrank hinzufügen. Oh, was das ist. I love it. Ja. Das Kleidungsstück schwarz-weiße Bärenmütze ist jetzt für alle Haushaltsmitglieder in Ashley Lines Sim verfügbar. Oh, das ist geil. Oh, ich lieb's. Das ist so süß gemacht. Also ganz ehrlich, dieses Pack hat sich für mich allein wegen sowas gelohnt, ja? Ja, Allison ist auf jeden Fall auch ganz gut dabei mit ihrem Projekt hier. Und das kann sie direkt durch ihr neues hier ersetzen. Im Sinne von, das stellen wir jetzt dahin. Hat sie gerade von selbst angefangen, irgendwas zu stricken? Süß. Oh. Level 2. Und hat sie auch ihren Vorsatz umgesetzt. Das ist sehr, sehr gut. Melody kann jetzt Socken stricken. Wow. Geil. Same girl, same. Ich setze mich auch immer vor dem Kühlschrank auf den Boden und esse dann einfach das Essen von dort aus. Normal. Ich glaube, 132 Einflusspunkte reichen. Ich will ja nicht sagen, aber ist schon ganz gut. Sie hat ganz knapp ihr Level noch nicht bekommen. Das heißt, sie muss unbedingt morgen früh noch ihre Fähigkeit halt aufleveln. Ich hoffe, ich denke daran. Ich werde es mir aufschreiben. Weil sonst wäre das ein bisschen doof, wenn sie deswegen nicht ausziehen kann. Wir brauchen neue Kinder, es ist wichtig. Aber vielleicht schaffen wir es auch noch diese Folge, wenn ich warte. Also ich nehme noch ungefähr so 5 Minuten auf. Und bis dahin wird die Nacht bestimmt vorbei sein. Das kriege ich noch hin. So, okay, ich würde jetzt sagen, sie steht einfach ein bisschen früher auf dann. Damit sie das auf jeden Fall hier packt. Oh, sie ist so angespannt, um das zu tun. Why? Girl, no. Hier wechselt dein Tampon. Die geht nicht zur Schule, bis sie nicht ihr Level erreicht hat. Oh nee. NAP-Inspektoren, Alter. Geh weg. Sag mir bitte einfach, dass alles okay ist, ja? Umweltfreundliche Geräte. Deine Rechnungen werden erhöht. Naja, das ist okay. Wir haben genug Geld. Also das ist nicht unser Problem. Also wenn, wie gesagt, wenn irgendwas mit hier so und so viel Wasser darfst du nur benutzen ist, dann schaffst du es nicht,
Also es ist einfach nicht möglich, weil diese Sims müssen duschen, die müssen pinkeln, die müssen ihre Hände waschen und mit dem Slice of Life Mod müssen die auch trinken. Und dann ist es einfach nicht möglich, dieses Wasser einzusparen. Und dann wird ihr regelmäßig einfach das Wasser abgestellt. Und das ist absolut schrecklich. Und deswegen, ja, das möchten wir nicht. Aber wenn nur die Rechnungen höher sind, ist alles okay. Und gut, ich würde jetzt sagen, ich beende hier den Part. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss!